Ich habe euch ja in meinem letzten Haul gezeigt, dass ich ganz viele Embossing-Folder bei Faltkarten bestellt habe und auch die neuen Papiere. Und beides werden wir heute benutzen. Ich möchte mit den Embossing-Foldern mal ein paar mehr Techniken zeigen. Heute geht es dabei erstmal um die Basics. Was sind überhaupt Embossing-Folder? Welche Unterschiede gibt es da? Und wie wende ich sie an? Man nennt das Ganze auch Kaltembossen, weil man eben keine Hitze braucht. Beim Heißembossen, das kennt ihr auch, mit Embossingpulver braucht man ja ein Hitzegerät. Beim Kaltembossen wird quasi durch Druck ein embosstes Bild, ein erhabenes Bild in das Papier gemacht. Wir werden heute die neuen Kraftpapiere verwenden. Das sind diese hier. Da haben wir einmal das Moosgrau, Sand, dann Kraftsalbei und Kraftrosé. Die werden wir heute verwenden. Und auch das Recyclingweiß. Und das erhaltet ihr auch mit diesen Farben zusammen im Paket. Von daher möchte ich dieses mitverwenden, damit ihr auch mal seht, wie das ist, wenn man etwas dickeren Cardstock verwendet. Denn das Recyclingweiß hat eine 300er Grammatur. Und auch da funktioniert es mit Embossen super. Ich werde euch die verschiedenen Embossing-Folder zeigen, wie man sie anwendet und dann auch direkt im Anschluss eine Beispielkarte mit dem Embossing-Folder. Wir werden jetzt nicht alle Karten zusammen basteln, weil es würden dann im Endeffekt vier Karten dabei rumkommen und dann würde das Video ewig lang werden. Ich werde euch aber die Karte zeigen und auch zeigen, was ich sonst noch so verwendet habe für diese Karte, sodass ihr da das Ganze auch relativ leicht nachbasteln könnt. Es sind auch einfache Karten, sag ich jetzt mal, die jetzt schnell gemacht sind, weil Embossing-Folder, finde ich, machen schon echt was her, wenn man sie auch einzeln verwendet oder eben in Zusammenspiel mit einzelnen Blickpunkten, sag ich jetzt mal. Wir starten direkt durch. Es gibt verschiedene Arten von Embossing-Foldern. Es gibt normale Embossing-Folder, es gibt 3D-Embossing-Folder, es gibt Cut-Emboss-Folder, die gleichzeitig prägen und schneiden. Und die zeige ich euch jetzt alle einmal. So ein normaler Embossing-Folder ist zum Beispiel hier dieses mit den Ziegeln. Das finde ich ganz toll für den Hintergrund. So Muster sind immer toll, um einfach, ja, einen weißen oder einfarbigen Hintergrund ein bisschen interessanter zu gestalten. Auch ein einfacher Embossing-Folder mit etwas mehr Motiv ist dieses hier. Das ist der mit den Gänseblümchen. Und da seht ihr schon, da sind ganz viele Blumen drin. Ist also schon ein Motiv für sich. Die sind beide ja ganz normal, das heißt so dick und werden in der Maschine ganz normal verwendet, wie man das eben auch kennt. Ich nehme mal meine Big Shot dazu. Das ist das gute Stück. Und ihr habt ja immer den Aufbau, eine Platte drüber, eine Schneidplatte drunter, die dann irgendwann ein bisschen lidiert aussieht. Eine dünne Platte, so ist es zumindest bei der Big Shot, und eine etwas dickere Platte. Also wenn ihr seht, das ist dann das Sandwich. Und fürs Schneiden braucht ihr immer diese dünnere Platte mit, weil dann der Druck passt. Für einen normalen Embossing-Folder, sprich nicht 3D, ganz wichtig, braucht ihr nur die untere Platte. Dann lehmt ihr diese zweite Platte, diese weiße zweite Platte zur Seite und legt euch ganz normal die beiden Acrylplatten dann drauf. Wir werden jetzt im ersten Schritt mal einmal mit diesen prägen, mit dem Ziegeln. Da nehme ich mir mal das Moosgrau als Beispiel. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr mit Embossing-Foldern arbeitet und gerade mit so strukturiertem Papier, was ja sehr faserig ist, macht das Papier ein bisschen nass. Dafür nehmt ihr entweder so eine Sprühflasche mit einem ganz dünnen Sprühnebel und sprüht das Papier einfach nur einmal an, dass es ein bisschen Feuchtigkeit hat. Dann geht es besser in die Form nachher rein. Dann nehmen wir mal einmal hier die Ziegel für dieses Beispiel.
Das heißt, ihr legt das einfach auf eure Schneideplatte, wie gewohnt, wie ihr es auch mit Stanzen macht. Legt die andere Acrylplatte drüber und kurbelt das einmal durch. Und ich mache es immer so, dass ich die zur Seite, also wenn ihr es aufklappt, ist hier die offene Seite, da die zur Seite, dass die quasi in die Maschine reingeht, dann verrutscht euch auch nichts. Andersrum könnte es passieren, dass das hier oben hochgeschoben wird und das Ganze so ein bisschen ja stecken bleibt, sag ich mal. Ich lege es auch immer ein bisschen schräg rein, mache man ja auch bei zum Beispiel Rahmenstanzen. Dann kann die Maschine da ein bisschen leichter drüber fahren, dann hat die nicht so schwer zu arbeiten. Und dann kurbelt man das Ganze einfach einmal durch. Das geht bei diesen dünnen Embossingfoliern auch ziemlich leicht. Und tada, da habt ihr schon das Ziegelmuster. Finde ich super schön für den Hintergrund. Da zeige ich euch auch gleich eine Karte für. Das zweite Muster, dann nehmen wir mal den sandfarbenen Cardstock, Kraftcardstock und die Blümchen. Eine andere Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen feucht zu machen, ist, man nimmt einfach ein Feuchttuch und geht so ein bisschen über das Papier drüber, sodass das eine leichte Feuchtigkeit annimmt. Und dann kann das auch einfach so in den Embossing-Folder rein. Auch hier nehme ich das möglichst gerade. Die Embossing-Folder haben zum Beispiel auch immer hier, oder viele haben hier so eine Kante. Wenn ihr dünnere Papiere macht, wo ihr nur einen Teil embossen möchtet, dann könnt ihr das hier auch durchschieben. Das zeige ich euch in einem anderen Video noch. So. Auch das lege ich mir ein bisschen schräg rein und kurbel mir das einmal durch. Und ihr hört auch, das Papier arbeitet. Ne? Also es klickt nicht wie bei Stanzen, sondern es macht grrr. Und dann habt ihr dieses wunderschöne Motiv schon im Cardstock. Und ich finde, das braucht gar nicht mehr so viel mehr. Das sind also jetzt meine beiden Ergebnisse mit den einfachen Prägefoldern. Da zeige ich euch jetzt auch mal eben meine Karten zu, die ich da gewerkelt habe. Mit dem Ziegelfolder habe ich mir einfach den Hintergrund für diese Karte gestaltet. Und da habe ich mir eben einen Rahmen ausgeschnitten aus goldenem Glanzpapier mit diesen Stanzen von Kalein Design. Das sind ja sowieso, die sind ja fast in jeder Karte drin. Und auch das Weiße habe ich damit ausgestanzt. Das ist übrigens eine Grundkarte in Recycling-Weiß und auch der Aufleger ist in Recycling-Weiß, damit sich das schön wiederholt. Und da habe ich dann auf das Weiße drauf gestempelt das herzlichen Glückwunsch aus den blumigen Grüßen von Kurike. Und die Blume, vielleicht erkennt ihr sie auch wieder, ist hier aus diesem Joyful Blooms Stempelset von LDRS Creative. Da habe ich das in Schwarz aufgestempelt und mit den passenden Schablonen eingefärbt mit Distress Oxiden mit verschiedenen Farben und das Ganze später nochmal gestempelt in Schwarz und dann embossed. Dann sind die schwarzen Linien etwas schöner und dann habe ich einfach noch ein paar Nouveau Drops im Hintergrund gesetzt, um da noch ein bisschen Bewegung drin zu haben in einem Gold. Ja, das war die Karte zu dem. Und dann habe ich zu diesem Embossing-Folder eine ganz simple, einfache Karte gewerkelt, weil ich finde, dieses Bild braucht gar nicht so viel mehr. Da habe ich jetzt das Kraft Rosé genommen und auch ein Kartenrolling aus Recycling Weiß. Das finde ich für Kartenrohlinge auch total cool, weil das richtig schön dick ist. Und da habe ich einfach mit Transparentpapier und dem Alles Gute aus diesem schönen Set, das kennt ihr ja auch schon von mir von Kurike, Alles Liebe heißt das, das Ganze aufgestempelt und weiß embossed und drumrum gelegt
Und fertig war das Gärtchen. Also da brauchst du jetzt nicht viel. Man hätte auch mit einem schönen Etikett arbeiten können, zum Beispiel. Wie man das den Hintergrund nachher noch mehr hervorbringt, seht ihr im nächsten Video. Da spielen wir ein bisschen mit Farbe noch im Hintergrund. Also seid gespannt. Da machen wir auch noch ein bisschen was zu. Aber ich finde, bei so einem Embossing-Folder kann man auch mal eine schnelle Karte machen, einfach einen Spruch drauf und fertig ist das Ganze. Und ja, das waren die Karten zu den normalen Embossing-Foldern. Jetzt gucken wir uns einen 3D-Embossing-Folder an. Das ist dieser hier von Gemini. Der nennt sich Regency Swirls. Und der hat die Swirls drin, aber auch so ein, ja, wie ihr seht, so Striche im Hintergrund, also wie Stoff zum Beispiel. Ne? Und der hat halt verschiedene Tiefen, sage ich jetzt mal. Wenn man sich jetzt die Blumen hier anschaut, hat man ja ein Tief und ein Hoch, aber nichts dazwischen. Und 3D-Embossing-Folder haben eben mehrere, ja, Dimensionen, sage ich jetzt mal. Und da werden wir jetzt auch einmal mit Kraft Rosé arbeiten. Und da muss man bei der Big Shot den Aufbau ein bisschen anders handhaben. Denn wenn ihr die vergleicht, wo ist jetzt einer? Oh, seht ihr sofort, der 3D-Folder ist wesentlich dicker als so ein normaler Embossing-Folder. Und zwar braucht ihr hier für diesen 3D-Embossing-Folder folgenden Aufbau. Das habe ich auch nur durch Ausprobieren herausgefunden. Also je nach Maschine ist das auch unterschiedlich und auch teilweise je nach Folder, weil bei den verschiedenen Firmen sind auch die 3D-Folder unterschiedlich dick. Ich habe jetzt meine ganz normale weiße Grundplatte draufgelegt und auch hier diese dünnere Platte zum Stanzen. Und ich werde nachher eine Acrylplatte drüberlegen. Das passt, weil diese Platte ist etwas dünner als eine Acrylplatte und somit geht es dann ganz gut durch. Man braucht ein bisschen Kraft dafür, weil es geht so gerade durch, aber es funktioniert. Jetzt mache ich mir hier den Aufleger auch ein bisschen nass und gebe ihn hier rein. Man kann auch immer hier vorne mal gucken, welche Swirls möchte ich denn gerne drauf haben. Das entsprechend dann in dem Folder auch positionieren, wenn man so einen schönen großen hat. Das lege ich mir auch etwas schräg rein und gebe dann meine Acrylplatte drüber. Und dann mit Schmackes wird das dann einmal durchgekurbelt. Und da habt ihr dann dieses wunderschöne Ergebnis. Das kann man entweder auch so rum machen, dann hat man die Swirls nach unten stehen, oder so rum die Swirls nach oben. Finde ich wunderschön, diesen Embossing-Folder, muss ich ja ehrlich sagen. Und auch die Karte, die ich dazu gewerkelt habe, ist, finde ich persönlich, super schön. Da habe ich mit dem Kraft Salbei gearbeitet und auch den Embossing-Folder genommen und habe es auf eine 13x13 Karte, auch wieder Recycling-Weiß, geklebt und ein bisschen erhaben mit Abstand, beziehungsweise ich habe hier günstigen, dicken Cardstock hintergeklebt. Das hält bei so Embossing- oder Embossen-Sachen immer ein bisschen besser als einzelne Klebepads. Dann habe ich diesen Kranz ausgestanzt, auch aus Recycling-Weiß. Der ist aus diesem Herbstset von Studio Light. Da ist der mit da drin, Beauty of Fall. Mal gucken, ob das noch im Shop ist, dann verlinke ich es euch natürlich unten. Kann ich euch aber nicht versprechen, dass es noch online ist. Aber ich finde, diesen Blätterkranz kann man immer mal wieder nutzen. Dann habe ich das Alles Liebe genommen aus dem Kommunionstempelset von Kurike. Das benutze ich ja auch immer gerne. Das seht ihr auch immer viel, weil hier so schöne kleinere Sprüche drin sind. Ne? Von Herzen alles Liebe, alles Gute zur. Kann man natürlich auch nur das Alles Gute nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Da ist natürlich
mit den kleinen Sprüchen auch viel möglich. Von daher auch eins meiner Lieblingsstempelsets, auch wenn es ein Kommunionsset ist. Da habe ich das alles liebend rausgenommen und auf das Recyclingpapier gestempelt. Auch das geht super. Nochmal gemattet mit dem Salbei und im Hintergrund noch ein bisschen Leinenfaden gesetzt, um dann noch ein bisschen Spiel zu haben. Und noch ein paar Nuvo-Drops in dem, wie heißt es jetzt? Oh, entschuldigt. In dem Ivory Seashell, die so aussehen wie Perlchen. Genau, das ist die Karte dazu. Auch da ist eben ganz schnell eine Karte fertig, weil der Hintergrund macht ja schon echt was her. Und da muss es gar nicht so viel mehr sein, finde ich. Dann habe ich noch einen Embossing-Folder für euch, beziehungsweise einen Cut- und Emboss-Folder. Eben hier ein bisschen klatschig machen. Das ist dieser hier, auch von Gemini. Nennt sich Pretty Polka Dots. Und der macht eben Punkte und stanzt in der Mitte drei Kreise aus. Ist für eine DIN-Langkarte ausgelegt. Passt auch super. Und was man hier noch hat bei den Kreisen, das finde ich ganz cool, ist so Schaumstoff mit drin. Macht den bloß nicht raus, weil so kriegt ihr die ausgestanzten Kreise mega einfach aus der Form wieder raus. Es stanzt trotzdem 1A. Ich kann jetzt die Stanzen auch nicht rausnehmen. Die sind hier fest verbaut. Es gibt auch welche, die die gleiche Funktion haben, wo man die Stanzen rausnehmen kann quasi. Dann hätte man dieses Bild, ne, also ohne Ausstanzung quasi. Aber ja, ich finde es mega cool. Auch das zeige ich euch einfach nochmal ausgestanzt. Dann nehmen wir auch wieder das Recycling-Weiß, mit dem wir ja heute ganz viel arbeiten. Das ist wieder ein normaler Embossing-Folder. Da brauche ich wieder hier die grüne Platte nicht, sondern nur meine beiden anderen Platten. So. Und auch das mache ich mir ein bisschen feucht. So. Und lege es mir hier rein. Der Embossing-Folder an sich hat ein Maß von 9,5 x 21, also 1 cm schmaler quasi als eine DIN-Langkarte. Macht aber nichts, weil da schneidet ihr eh meistens einen Rand, finde ich. Und auf meiner Beispielkarte habe ich den Rand sogar noch ein bisschen breiter gewählt und dann nur mittig das Ganze gepackt. So. Der passt so gerade auf die Stanzplatte drauf, der Embossing-Folder. Deswegen muss ich ihn diesmal ganz gerade nehmen. Auch den mit Schmackes einmal durchkurbeln. So. Und dann, tada, kommt das gute Stück hier raus, wo ihr eben schon Aussparungen habt und das Ganze schön rauskommt. Und durch diesen Schaumstoff kriegt man eben auch hier die Ausstanzung ganz einfach aus den Stanzformen raus. Die tut man natürlich nicht weg, diese Kreise. Die sind ja schön, um irgendwie noch was anderes damit zu machen. Da kann man natürlich super viele Sachen einfach mitmachen. Ne, ich habe mir jetzt diese Karte gemacht. Relativ clean und simpel. Wie ihr seht, habe ich hier quasi nochmal kleiner geschnitten. Es ist quasi nochmal einen Zentimeter kleiner, sodass ich in dieser äußersten Punktelinie quasi bin. Ich glaube, so 8,3 ist das breit. Das habe ich mir dann auch ausgekurbelt und habe mir diese süßen kleinen Schmetterlinge aufgesetzt. Die sind aus diesem Set von Crafters Companion. Nennt sich Layered Butterfly. Da sind so kleine Schmetterlinge drin. Die habe ich mir aus Transparentpapier, das solide, ausgestanzt und aus den neuen Trendfarben Lachs, Strohgelb und Minzgrün habe ich mir das ein bisschen filigranere ausgestanzt und drüber gesetzt. Und auch das herzlichen Glückwunsch kommt wieder
aus dem Kommunionsset. Habe ich auch einfach in Schwarz gestempelt und mit Schwarz nochmal gemattet. Und so, schon ist die Karte fertig gewesen. Ne, das Ganze habe ich ein bisschen erhöht alles aufgesetzt, die Schmetterlinge auch. Die habe ich mir auch ein bisschen mit dem Falzbein bearbeitet, dass die Flügel sich so ein bisschen biegen. Ja, und mir gefällt sie mega gut. Also ich mag sie sehr gerne. Und das ist mit so einem Embossing-Folder halt super schnell gemacht. So, das ist jetzt erstmal so, sind so die Basics gewesen zum Embossing-Folder mit ein bisschen Inspiration, was man einfach mit einem schnellen Embossing-Folder-Kärtchen so machen kann. Wo ich jetzt noch nichts weiter genutzt habe, außer die Embossing-Folder im Endeffekt. Im nächsten Video werden wir ein bisschen mit Farben arbeiten. Da werden wir die Muster noch mal etwas mehr rausholen. Ich werde auch absichtlich die gleichen Embossing-Folder nehmen. damit ihr mal den Unterschied seht. Und ja, jetzt würde ich erstmal sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt kreativ und gesund. Bis dahin, eure Claudia. Tschüssi.